Hallihallo und willkommen zurück zu A New Beginning. Ja, ich habe jetzt ewig gesucht und ich habe es nicht gefunden, wie es weitergeht. Und ja, ich musste tatsächlich nachsehen. Und das erste, was ich gelesen habe, ja, geh ins Badezimmer in Faiths Kabine. Ich dachte auch so, hä, das geht nicht. Und dann stand da noch was anderes und dem gehe ich jetzt einfach mal nach. Und wenn das stimmt, dann, boah, das wäre so fies, also, nee. Wie soll man denn darauf kommen? Man kann immer noch nicht rein, aber angeblich, wenn man dorthin geht. Alter. Das kam mir vorher nie vor. Wo soll man denn das wissen? Ey, Wer hat nee. das denn vergessen? Boah. Lack für die Nägel, Tusche für die Wimpern, ein Stift für die Lippen. Wer braucht denn ein Malset für das Gesicht? Ah, diese Feile sieht nützlich Ja, aus. genau. Da ist die Lösung für all unsere Probleme. Eine transparente Duschkabine. Da haben wir in unserem Bunker ja mehr Privatsphäre. Sowieso eine interessante Frage. Wie sind Duschkabinen eigentlich durchsichtig? Die Feile passt genau in den Strudel. Ja, was für ein Glück. Da wird sich der Koch ja freuen. Die Feile war ein Geburtstagsgeschenk für dich, Koch. Der ist bestimmt wütend, wenn wir das machen. Her damit! Da! Da! Du solltest aufhören zu singen. Was verstehen Sie schon von Musik? Abgesehen davon sagt er jetzt überhaupt nichts, aber. Die sendet nicht mehr. Gut, dann sollte es jetzt endlich klappen. Probieren wir es. Ich muss das ZFG erst wieder mit der Antenne an Oggis Hubschrauber synchronisieren. Warum hast du es nicht schon längst gemacht? Ach so, weil der Empfang ja so schlecht war. Und go. Jetzt muss es klappen. Achtung, Achtung! Hier spricht Funker Faye. Delvin, bist du in der Leitung? Bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Bitte, bitte, bitte. Hallo, Faye. Sadi? Was? So. Es freut mich, dass die Präsentation Sie so überzeugen konnte. Ich muss gestehen, das Ergebnis hat mich selbst etwas überrascht. Dann war das ja eine ganz wunderbare Überraschung für uns alle. Ich kann Ihnen versichern, Herr Doktor, Sie haben uns auf ganzer Linie überzeugt. Schatz, bitte. Wir dürfen jetzt nichts überstürzen. Nicht bevor wir die Bakterie selbst getestet haben. Darum schlage ich vor, dass der gute Doktor uns schnellstmöglich eine Probe seiner wunderbaren Alge zukommen lässt. Sollte dann alles mit rechten Dingen zugehen, wovon ich ausgehe, werden Oh. unabhängige Forscher das Ergebnis von vorhin ohne weiteres rekonstruieren können. Und unsere uneingeschränkte Unterstützung ist ihnen sicher. Oder gibt es da ein Problem? Lass mich durch! Ich muss zu Ben Svensson! Mir scheint, die Zahl Ihrer Fans wächst von Minute zu Minute, mein lieber Doktor. Ich muss mit ihm reden, bitte. Entschuldigen Sie mich. Wer ist nochmal Sadi? Hier rein. Schnell. Jetzt mal immer mit der Ruhe. Sag schon, wie ist es gelaufen? Was? Die Alge, sind die Investoren überzeugt? Ha, Sie sind sogar begeistert. Gut. Ja, ein Problem weniger. Aber jetzt zu Ihnen. Ja, wie war denn die Untersuchung? Wie war die Untersuchung beim Arzt? Nervtötend. Aber alles in Ordnung? Mach dir keine Sorgen um mich. Mir geht es gut. Das ist schön. Wenn das kein Adventure wäre, würde ich sagen, sie stirbt am Ende. Aber in einem Adventure stirbt niemand. Das weiß man spätestens seit The Book of Unwritten Tales. Sie sind ja völlig außer Atem. Was ist passiert? Ich habe einen Anruf von Delvin erhalten. Und? Die Verbindung war leider furchtbar, aber ich glaube, er wollte uns warnen. Jemand plant einen Anschlag auf die Bohrinsel. Sind Sie da sicher? Nicht hundertprozentig, es klang aber so. Hat er sonst noch was gesagt? Nein. Nein, das war alles. Haben Sie sonst noch irgendwelche Nachrichten bekommen? Wieso? Von wem denn? Von Salvador? Ach so, nein.
Ich habe nur von Delvin etwas gehört. Und wie gesagt, auch nur sehr kurz. Warum sagt sie nichts? Verheimlichen Sie mir auch nichts? Nein. Wieso? Ach, vergessen Sie's. Das muss die Nähe von diesem Indes sein. Ich wittere schon überall eine Verschwörung. Naja, man kann ja nie wissen. Richtig. Ich finde schön, dass ich hier sowieso immer nur eine Möglichkeit habe. Und wieso springt der Pfeil immer nach da oben? Da schon wieder. Ich fürchte, wir haben noch ein ganz anderes Problem. Jemand hat versucht, die Präsentation zu manipulieren. Was? Warum sollte jemand so etwas tun? Ich weiß es nicht. Aber man hat alles daran gesetzt, dass der Generator bei der Vorführung nicht optimal funktioniert. Auch die Alge selbst war viel schwächer als normal. Aber trotzdem waren die Investoren überzeugt? Ja, war auch gar kein Problem. Ich habe einfach ein besseres Exemplar bringen lassen. Ich schlage nun vor, dass Sie versuchen, mehr über diesen Anschlag herauszufinden, während ich den Vorfall mit der Alge untersuche. Okay, klingt vernünftig. Sie verheimlichen mir wirklich nichts? Nein. Du? Nein. Gut, dann bis später. Jetzt haben sie beide schon gelogen. Ja, sehr schön. Jetzt geh endlich. Los, Ben, hau ab. Mein Zimmer. Sadie, bitte komm. Ben sagt, die Investoren sind überzeugt. Du musst dich geirrt haben. Oh. Okay. Ach. Willkommen zurück, Bent. Hübsche Show, die du da veranstaltet hast. Ich hoffe, du hast da keine Erwartungen geweckt, die du später nicht erfüllen kannst. Hallo, Duwe. Und tschüss. Ich muss erst herausfinden, was mit der Alge passiert ist. Nee, das wäre auch asozial. Das hauen wir einfach ab, ne? Warum nicht? Schrank. Baupläne, Bücher, ein Mikroskop. Nichts, was mir Aufschluss über den Stand der Forschung geben könnte. Da ist nichts weiter. Keine verschlammten Akten, nichts. Nur was auf den ersten Blick schon zu sehen war. Ja, na denn. Eine Tür, die wahrscheinlich nach unten geht. Dahinter sind die Kojen für das Forscherteam. Na dann ab durch die Mitte. Würdest du bitte die Tür zu unseren Privaträumen schließen? Ich glaube, du hast da nichts verloren. Natürlich habe ich da was verloren. Das war mal mein Schlafzimmer. Richtig. Aber seitdem du weggegangen bist, wurden all deine Habseligkeiten entfernt. Ich habe das selbst überwacht. Und jetzt schließe bitte die Tür, sonst mache ich daraus eine Staatsaffäre. Wow. Liebevolle Familieneinigkeit. Die Blaualgenwerte sind in den letzten Monaten immer weiter gesunken. Aber warum? Das ist eine interessante Frage. Da haben wir schon nicht die Statistik, nein, die Sprechanlage. Ach, die kommt mir bekannt vor. Die Anlage für die inselinterne Kommunikation. Gespräche mit dem Festland müssen über das Funkhaus laufen. Mit dem Funker, der gerade beschäftigt ist. Ich würde es begrüßen, wenn du das lassen würdest. Ich warte auf einen wichtigen Anruf. Und von wem? Ich glaube, das geht dich nichts an. Von Lissa. Messer. Los, stich deinen Sohn ab. Ich meine... Brotmesser. Sieht jetzt aber nicht so aus wie das von Faye, oder? Nee, zum Glück nicht. Topflappen? Wo? Ein normaler Topflappen. Zum Hand reinschieben und Sachen aus dem Ofen holen. Also normalerweise ein Topflappen ja keine Handschuhe. Ausnahmsweise immer. Also nicht immer zumindest. Die kann man nach unten. Vielleicht sollen wir mal mit unserem Sohn sprechen, aber nein. Das haben wir schon das ganze Leben nicht gemacht. Warum sollten wir jetzt damit anfangen? Darüber lässt sich der Eingang zur Schleuse steuern. Na dann. Yay. Lissas alte Waschmaschine scheint sich immer noch gut zu halten. Was sollen wir denn waschen? Irgendwas drin? Ein paar Laborkittel und zwei Jeans. Nicht weiter von Interesse. Blau und weiß zusammen. Den Topflappen bitte auch. Auf der Maschine steht, dass Duwe heute für die Wäsche verantwortlich ist. Mein Name wird dagegen nirgends erwähnt. Na, wie das wohl kommt. Die Tür sieht aus, als könnte man sie nicht aufmachen, weil ein Griff fehlt. Oder? Dahinter verlaufen die Druckschläuche für die Schleuse.
Selbst wenn ich den Schlüssel für die Tür hätte, bezweifle ich, dass ich dahinter etwas Nützliches finden würde. Ja, vermutlich nicht. Noch eine Antenne. Meine alte Antenne. Marke Eigenbau. Wer hätte gedacht, dass das alte Ding noch steht? Tja, warum auch, ne? Den Zeigestock haben wir, der Flaschenöffner ist allerdings weg. Sie sitzt etwas locker. Kümmert sich denn niemand darum, dass das Ding nicht auseinanderfällt? So, besser. Und warum brauchen wir das Ding? Wir gehen erstmal nach da unten. Außer es kommt jetzt ein Riesenkomplex, dann... Iris-Tür, die können wir wahrscheinlich nicht einfach aufmachen, ne? Die Tür führt zum H2-Labor. Um diese Zeit ist sie normalerweise abgeschlossen. Kurz gesagt, man kommt nicht rein. Wie ich es mir dachte, abgeschlossen. Und hier ist noch eine, oder was ist das jetzt? Die Tür führt zum Bürolabor. Tatsache. Die geht auch auf. Die Pumpe regelt den Luftdruck im Labor. Und sie arbeitet am besten, wenn man sie in Ruhe lässt. Na gut. Ich würde sagen, bevor wir jetzt da lang gehen, reden wir vielleicht doch mal mit Duwe. Auch wenn ich den ein bisschen pumpig finde. Kann man zwar verstehen, wenn man viel zu viel arbeitenden Vater hat. Aber... Er versucht mich zu ignorieren. Und das ist nicht sehr nett. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht bloßstellen. Wenn du Lissa suchst, sie ist im Bürolabor. Den Weg findest du ja sicherlich noch alleine. Warum war die Alge vorhin so schwach? Bist du immer noch wütend auf mich? Was macht das Thema zu meiner Forschungsseite, Atlas 11? Die Alge, die du präsentiert hast, war unter aller Sau. Ich denke, ich verdiene eine Erklärung. Du irrst dich. Die Probe stammt von einer unserer leistungsstärksten Kulturen. Das glaube ich dir nicht. Zu meinen Zeiten konnte die Alge viel mehr als das. Da redest du dir was ein. So viel stärker war die Alge früher auch nicht. Sie war aber stärker. Und sie hätte die Investoren auch ohne mein Zutun überzeugt. Wenn du meinst. Also nochmal. Was stimmt mit der Alge nicht? Mal sehen. Niemand interessiert sich dafür. Sie findet keinen Absatzmarkt. Die Forschung ist schweineteuer. Und keiner will das mehr bezahlen. Aber wir haben doch jetzt einen potenziellen Investor. Nur solange dein Betrug nicht auffliegt. Er wird nicht auffliegen, wenn du mir verrätst, wo die richtige Alge ist. Die richtige Alge also? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich will doch nur wissen, was mit meiner Alge passiert ist. Siehst du, genau da liegt das Problem. Sie ist nicht mehr deine Alge. Dein Sohn ist jetzt für dein Lebenswerk verantwortlich. Ob das nun irgendjemandem in diesem Raum gefällt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Du hast hier nichts mehr verloren. Arschloch. Bist du immer noch wütend auf mich? Natürlich bin ich wütend. Wenn dir der Planet nicht wichtiger gewesen wäre als deine Familie, dann hätten wir vielleicht noch eine. Meta hat mir nie gesagt, dass sie krank war. Wie auch? Du warst ja nie da. Du hast das Nasenbluten nicht gesehen, als es anfing. Du hast sie nicht gehalten, wenn sie das Bewusstsein verlor. Du hast sie nicht einmal ins Krankenhaus gebracht, als es bereits zu spät war. Sie hätte mir doch nur einmal etwas sagen müssen. Hat sie aber nicht. Weil sie dachte, dass du es irgendwann vielleicht schon merken würdest. Tja, Pech gehabt. Duwe, es tut mir leid. Gut zu wissen. Sonst noch was? Na, was macht das Leben als neuer Forschungsleiter der Atlas 11? Was soll es schon machen? Es kotzt mich an. Kaum zu glauben, dass ich wirklich mal so werden wollte wie du. Aua. Du trägst jetzt viel Verantwortung. Die Zukunft der Welt hängt von deiner Forschung ab. Die Zukunft der Welt ist aber nicht meine Zukunft. Ich will nicht so enden wie du, Vater. Ich will ein Leben haben, eine Familie. Stattdessen sitze ich hier fest. Hast du dein Leben so sehr? Tja. C'est la vie. So ist es nun mal. Bis später. Na gut. Hartes Brot. Gut, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt da rechts reingehen und so weiter, würde ich sagen, ich mache eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play in New Beginning. Bis dahin, Tschüss.